Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cozy Grove. Was sagt denn Flammi Schönes? Jetzt holz für dich. Yum. Wow, what a fine luck. Ich spüre mindestens drei Geisterhölzer da draußen, die vielleicht, drei Geisterhölzer? Okay, wir gucken uns mal um. Es ging ja schnell. Wieso hatte ich einen Geisterlock bei mir? Bekommt man pro Tag einen oder so? Hey, was gibt's denn bei dir Schönes? Könntest du mir etwas helfen? Du hast deine Orientierung fast abgeschlossen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass du sogar schon anderen Geistern aus der Insel geholfen hast. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Ah, jetzt, da du gerade nach verlorenen Dingen suchst, hast du zufällig meinen Teebecher gesehen? So einen Teebecher suchen, okay. Warum auch nicht, ne? Teebecher kann man ja gerne mal suchen. Ich rede mal generell mit allen. Ja, mit dir muss ich, glaube ich, nicht reden. Aber hier oben hat doch irgendwo noch Patrice, genau. Ich möchte zu meinem Briefkasten. Oh, zwei neue Briefe. So, viel Glück, Geisterfinderchen von Welt. Mal was Lustiges am Rande. Ich habe mich über die Geschichte der Insel erkundigt, auf der du dich befindest. Eigentlich hättest du nach Cozy Cove gehen sollen. Ah, dort schicken wir seit Generationen unsere Geisterfinder alleine hin, weil es dort nur wenig spukt. Über Cozy Grove habe ich kaum Informationen. Also habe ich den Vorstand um Aufklärung gebeten. Vielleicht wissen die ja mehr. Oh oh. Okay, ich wurde anscheinend wo Falsches hingeschickt. Wir haben Vogelfutter, wir haben drei Bagels bekommen. Dankeschön. Damit können wir unseren Vogel füttern. So, was gibt's noch Schönes? Könnte ich dir bei etwas helfen? Kopf hoch, Posthelferin. Das kommt wieder eine rückdatierte Lieferung. Was? Da kommt wieder eine rückdatierte Lieferung? Wenn man lebt, kommen Briefe ein paar Tage, nachdem du sie abgeschickt hast, ins Postamt an. Aber Geisterbriefe? Denen ist die normale Zeit egal. Und sie tauchen auch gerne an außergewöhnlichen Adressen auf. Im Laubhaufen oder hinter Felsen. Wenn du also Briefe da draußen findest, dann bring sie mir bitte in mein Büro. Okay. Ich muss Dinge suchen. Dinge suchen. Deswegen hast du jetzt auch Wimmelbild so ein bisschen, ne? Sehr cozy alles hier. Ich finde auch die hier interessant, ne? Hier sind noch so Eier oben drauf. Ob man die sammeln kann? Ich bin mir nicht sicher. Hier gibt es doch diesen tollen Shop. Wir geben mal den Vogel, der hier vorne ist, der Essenzen hat. Was ist das denn? Kann ich das mitnehmen? Nein. Das ist noch dicke. Oh, hier sind Münzis. Wieso? Da liegt ein Brief. Versiegelter Brief, einer von dreien. Ach je, hier sind noch Münzis. So, mein Freund. Ich hätte gerne eine neue Anleitung. Was gibt eine neue Anleitung? Was ist das denn? Eine Lampe. Also anscheinend gewöhnliche Blockhütte ist vielleicht so die, Reihe. Wie nennt man das denn nochmal? Die Kollektion. So, könntest du dir bei etwas helfen? Willkommen zurück, Bastlerkumpelchen. Ich habe darüber nachgedacht, warum du hier in Cozy Grove festsitzt. Wir stecken beide in den gleichen Nesseln, was? Ich reagiere allergisch auf Nesseln. Oh, das tut mir leid. Wie taktlos von mir. Ja, so süß. Bleib bei deinen Holzarbeiten und überlass die schlauen Worte denen, die davor verstehen. Hat meine Mama immer gesagt. Was ich meine ist, dass wir beide nicht so genau wissen, warum wir hier sind, nicht wahr? Aber ich kann dir helfen, dieses Mysterium tiefer zu ergründen. Wenn du mir 5 Zweige, ein Stück Weichholz und ein Stück Weichholz bringst, dann kann ich dich unterstützen. Oh, habe ich sogar alles. Du hast alle 5 Zweige und auch ein Stück Weichholz gefunden? Na, das ist ja super. Ich hatte schon Sorge, dass ich dir zu viel abverlangt habe. Bitte sehr, deine erste Spitzhacke. Sie ist nicht ganz so robust, aber sie sollte reichen, um durch den felsigen Untergrund auf der Insel zu kommen. Und wenn du zufällig bei deinen Ausgrabungen Antworten findest, denen zu entnehmen ist, dass ich hier herumgeistere, also dann würde ich mich freuen, wenn du sie mir mitteilst. Okay? Alles klar. Juhu! Check. Verstehen wir uns wohl ein bisschen besser. Oh, nochmal Münzis. Gleich mal Münzis einsammeln. Alles meine. Da werde ich ja ganz gierig.
Da war schon eine Sache heute erledigt. Schön, auch wenn es farbig ist, kann man auch viel leichter die einzelnen Sachen finden, die auf dem Boden liegen. So, wir gehen noch mal ganz kurz zum Herrn Bertelsmann. Ja, Bertelsmann vor allem. Sorry. Dieser üble Wind ist wieder da. Hey, ich stopfe mir schon den ganzen Morgen Federn in meinen Mantel, aber ohne Erfolg. Wenn mich nicht bald irgendetwas wärmt, dann werde ich meine dramatische Pose im Meer aufgeben müssen. Christ? Ich frage mich, ob er mir vielleicht helfen könnte. Wer denn? Natürlich der Kaufmann des Chaos, der Trickbetrüger der Terra-Firma, der mich ständig foltert. Ja, Kit. Manche sagen, dass er Waren verkauft, die einen Kapitän von seinen Schüttelfrost kurieren könnten. Aber vielleicht ist das alles nur Anglerlatein. Einen Captain-Pulli soll ich dir kaufen? Du hast ja Ansprüche. Ich würde gerne hier ein bisschen graben. Oh, hab eine Tasse gefunden. Es ging ja leicht. Noch irgendwer hier? Da ist noch ein Ausrufezeichen. Das ist bestimmt das mit der Tasse jetzt, was ich machen soll. Nee. Nee. Hier war doch irgendwo auch hier. Kann ich das jetzt machen? Kann ich ihn jetzt zerhauen? Geht das nochmal? Nein. Oh, mein Inventar ist aber auch schon ziemlich voll. Okay. Dann bringe ich dir mal deine Tasse. Es freut mich sehr, meinen Becher wiederzusehen. Ich glaube, ich habe ihn gestern verloren, aber seit ich ein Geist bin, kann ich nichts mehr mit Sicherheit sagen. Ich existiere als die Existenz als Geist ist etwas verwirrend. Unser Verständnis von hier und jetzt vermischt sich dauernd mit den Erinnerungen an unser früheres Leben. Dinge aus der Vergangenheit neigen dazu, aufzutauchen und zu verschwinden, wenn wir über sie nachdenken. Das hier, das könnte mein alter Försterbecher sein. Oder es ist eine Erinnerung an einen Becher, der sich durch die Energien aus dem Jenseits manifestiert. Egal, Hauptsache, der Tee ist heiß und lecker. Oh, ich krieg sogar Holz. Dankeschön. Ich erhalte eine Campinglaterne. Oh. Sammel, sammel, sammel. Münzis! Münzis, kleines süßes Häuslein. Ach, die gute alte Försterin. So, was ist das hier eigentlich? Sieht aus wie ein Brett. So, ja, klar, ich bring dir ja schon wieder hier das Holz für dich. Redest du wieder auf Englisch? Jedes Mal, wenn du mich fütterst, wächst mein Hunger auf noch mehr Geisterholz. Und dieses Geisterholz ist immer schwerer zu finden. Wie kann das sein, dass sich nach wie vor so viele hilfsbedürftige Schatten in Cozy Grove verstecken? Ich spüre mindestens 13 weitere Seelen, die auf Hilfe warten. Moment, ich sehe jemanden, der im Wald steht. Oder täusche ich mich da? Vielleicht ist das auch nur ein seltsam geformter Baum? Okay. Cool. Ein dekorativer Beistelltisch. Ich stelle mal hier noch so einen Tisch ran. Ich weiß mal gar nicht, was ich mit den ganzen Sachen hier tun soll momentan. Ich glaube, ich sollte hier mal ein bisschen was gestalten. Oh, das ist ja wirklich sehr dekorativ. Hatte ich nicht hier? Wo ist mein Rabe? Ach, hier. Der ist hier. Wieso ist der hier? Na? Füttern. Oh, jetzt mag er mich ein bisschen. Oh nein, jetzt habe ich ihn eingesteckt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn eigentlich streicheln. Kann man den nicht streicheln? Hey. Aufheben und ernten. Okay, man kann ihn gar nicht streicheln. Man kann ihn nur ernten. Ah, wenn man ihn. Okay. Ja, bisschen weinen, ne? Ich habe mal den hier noch so schönes. Ich stelle mal hier noch irgendwie was hin. Hier ist irgendwie nicht so viel Platz, ne? Essenz vom Geistervogel. Campinglaterne. Die platziere ich mal hier. Plus eins Licht. Okay.
Was haben wir denn noch so hier? Topfpflanze. Die platziere ich auch einfach mal hier. Deko, rustikale Deko. Da freut sich der Vogel doch eigentlich, oder? Nee, der mag das nicht. Mag er die nicht? Die mag er, glaube ich, nicht. Ne, schub die mal weg. Aufheben. Ah, okay. Da war keine rustikale Deko. Stell die mal ganz weit weg. Kennt ihr das, wenn euer Vogel keine rustikale Deko mag? So, sie ist ganz weit weg, okay? Sie kann dir nicht mal wehtun, die rustikale Deko. Was ist das denn? Lustige Deko. Gewöhnlich. Steampunk. Möchtest du lieber eine gewöhnliche Steampunk-Lampe? Oh! Ne, die mag er auch nicht. Du bist aber anspruchsvoll. Das gibt's hier nicht. Dann nehmen wir die wieder. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass du keine Steampunk-Sachen magst. hier so. Dann geht denn das? Nein. Okay. Ja, fein. So, ich muss noch mal gucken, ob wir irgendwie... Ach, hier ist noch ein Laubhaufen. Was sind da drin? Ah, noch Pilze und ein Stöckchen. Na gut, was ist das hier? Enge Schranken? Das hier, das sind so geil, so Knochenhaufen. Oh, und den kann ich auch spielen. Da war sogar ein Brief drin. Ich guck mal, ob ich noch hier was kaufen kann. Oh, hi, dich kenne ich noch gar nicht. So weit bin ich noch gar nicht. Entschuldigen Sie bitte. Hallo? Wer wagt es? Wer wagt es, den Wald zu stören? Tut mir leid, ich versuche nur freundlich zu sein. Freundlich? Wenn du freundlich sein willst, dann bist du lebendig? Wie wundervoll. Ich dachte, du wärst einer der Wichten, die hier sind, um mich zu quälen. Franziska von Tatz. Ist es schon eine Weile her, seit ich zuletzt eine lebende, atmende Kreatur in diesem Wald verirrt hat, gesehen habe, wie auch immer. Seit Jahrzehnten sind es nur die anderen Bäume und ich. Können sie reden wie du? Oh ja, sie stecken voller Gedanken und Meinungen. Emerson, Carson, Kaukau, Thoreau, begrüßt unseren Gast. sie sind offenbar etwas schüchtern. Natürlich bin ich etwas anders als ein normaler Baum. Das ist dir sicher schon aufgefallen. Ich leide an einem peinlichen Mangel an Blättern. Die Wichte haben sie von mir vor Jahren ausgerupft und überall auf der Insel verteilt. Würdest du vielleicht meine Blätter für mich suchen? Statt Blätter suchen? 5 Stück! Das ist aber Ansprüche hier. Ja? Blätter suchen. Was haben wir denn hier noch so? Oh! Also du wirst ja auch noch hier deine Briefe. Da fehlt mir noch einer. Hoffentlich finde ich den noch. Aber ich wollte ja eigentlich jetzt zu Mr. Kid. Da ist er ja auch schon. Hey, Mr. Kid. Ich möchte Kleidung kaufen. Da. Wie viel kostet das denn? Das kann ich mir gar nicht leisten. Ah, ich kann... Ah. Oh, was ist das denn? Sogar eine Mundschutzmaske. Oh, das sieht ja schön aus. Wir brauchen aber die. Da muss ich wohl was verkaufen. Verkaufen. Ich möchte gerne noch mehr verkaufen. Auswählen. Ach, ich kann mehrere Sachen auswählen. So, alles verkaufen. Ah, ich habe ganz viele Münzis gekriegt. Jetzt möchte ich gerne Kleidung kaufen. Ja, nimm mein Geld. Oh. Oh, die ist ja schön. Da sind schon schöne Sachen dabei, aber erstmal. Ich muss auch nochmal gucken, ne? Ich habe auch hier bestimmt noch wieder ganz viele neue Abzeichen. Ich hätte, glaube ich, gar nichts verkaufen müssen. 500 alte Münzen. Hätte ich ja gar nicht verkaufen müssen. Naja. Was ist das? Plaudertasche, Anfänger. Schließe Story-Aufgaben ab. 10 Stück. Nochmal 500 alte Münzen. Holy moly.
Das war's, glaube ich, hier von dem Teil. Oh, da kommt da viel dazu. Geistfinder sind Tierfreunde. Tiere der Entwicklungsstufe 1, die maximale Glück erreichen 1, erhalten nochmal 200 alte Münzen. Oh, da kriege ich jetzt ganz viel. Noch irgendwas hier? Nee. Was gibt's hier? Pflanze Tiere. Platziere Tiere, meine ich natürlich. Pflanzen kann man sie vielleicht auch. Ich bin mir einstellen, das ist alles schon abgeholt. War das alles im Livestream oder bin ich bescheuert? Ich glaube, ich bin bescheuert. Was haben wir hier? Dekoration. Ich glaube, wir gehen jetzt hier gerade richtig viel Zeug ran dadurch. Was ist das denn? Ich treffe Bären. Okay, ich habe noch mal Bären getroffen. Juhu, Quarzedelsteine. Ganz, ganz viele davon. So, noch irgendwas? Hier schon mal nicht. Was das? Ich glaube, wir haben alles. Da habe ich aber jetzt bestimmt ganz viel Geld. Jetzt bin ich richtig reich. Was haben wir denn hier so? Ist das eine Nuss? Ich habe gerade irgendwie an eine Nuss oder so gedacht. Ist da was vergraben? War das vielleicht eine Muschel, an die er gedacht hat? Ich nehme hier mal eine Muschel mit. Hey! Meine, die Gerüchte waren also wahr. Wenn dieser Fuchs derart edle Ware verkauft, werde ich ihm gestatten, in den Trockendocks zu spuken. Fürs Erste. In der Tat, die Kälte weicht bereits von mir. Das ist ein Flügelwärmer allerhöchster Qualität. Ich werde dieses Kunstwerk wohl meinem Kabinett der Gedanken hinzufügen. Was ist ein Kabinett der Gedanken? Jeder Erforscher, der etwas taugt, hat ein Kabinett der Gedanken. Obwohl die lyrisch weniger Interessierten es wohl eine Gegenstandssammlung nennen würden. Kreisch! Es handelt sich dabei um eine imaginäre Truhe, in der ich den Firlefanz, die Hopplas und die Potzblitze aufbewahre, die mir auf meinen Reisen begegnen. Wenn du den Bogen erstmal raus hast, kannst du mir problemlos selbst eine Gegenstandssammlung vorstellen. Hm, diese Gegenstandssammlung. Echt? Ist sie überhaupt echt? So echt, wie du es möchtest. Ach, es nimmt Form an. Vielleicht möchtest du etwas spenden. Hier hast du eine Muschel? Vielleicht? Oder eine... Hier. Oh, wie hübsch! Sollen wir folgende Sammlung hinzufügen? Hört sich gut an, bitteschön. Wird sofort archiviert. Ah, okay. Aha. Das ist ja cool. Ich möchte etwas für die Sammlung eigentlich auch spenden. Herr Femin, Francesca Duclos. Leclerc, also Francesca Leclerc oder Letaz oder so. She always asked me for many art materials at once. Properly not greedy, just oblivious. She will collect everything or she will unwilling to share her spirit with. Okay, anscheinend sammelt die gerne Kunstgegenstände. Ich würde ihm gerne eigentlich nochmal sagen, ich weiß nicht, was es mit dem Backe hier auf sich hat, dass die Sachen manchmal einfach auf Englisch sind. Ich weiß gar nicht, ob es die Dialoge einfach nicht auf Deutsch gibt. Da redet wieder über eine Nuss, ne? Da wird irgendwas mit einer Nuss? Was ist mit einer Nuss? Soll ich ihm eine geben? Hä? Ich verstehe es nicht so ganz. So, ich möchte etwas für meine Sammlung spenden. Hier kann man auch ganz viel, kann ich auch eine Rübe? Warte mal, kann ich auch mehrere Sachen spenden? So, auswählen. Was ist das denn überhaupt? Kleiner Erzeisenbrocken. Auswählen. Alles spenden. Hört sich gut an, bitte sehr. Wird sofort archiviert. Juhu. Na, da muss ich noch eine sammeln. Das haben wir hier. Oh. Oh Gott, da können wir echt viel hier machen. Ob es eine Belohnung gibt, wenn ich das vollständig habe. Auf jeden Fall können wir Sachen, die wir mal gesammelt haben, bei ihm abgeben.
Finde ich sehr nice. Das ist wie ein Museum, so ein bisschen wie bei Animal Crossing, wisst ihr, dass ihr halt eben verschiedene Sachen sammelt und das dann abgebt, wenn ihr es schon mal hattet. Finde ich richtig cool. Wir haben wieder Geisterholz gefunden. Das geben wir gleich mal Katze vor, Flamli. Nein, ich möchte mich nicht hinsetzen. Ja, Holz für dich. Garb. Only 7 more logs before I'm full. Ich spüre, dass jemand ein Geisterholz hat, das er dir gerne geben möchte und du mir hilfst. Also das gleiche wie immer quasi. Okidoki, Loki. Na du? Hier scheint auch Honig dran zu sein. Ich glaube, ich übersehe hier auch ganz viel, ne? Da hat er auch schon eine Nuss über dem Kopf. Was haben die alle mit diesen Nüssen? Gibt es hier irgendwo Nüsse oder so? Habe ich irgendwas übersehen? Das muss ja irgendein Hinweis sein. Oh, du wolltest ja noch die Blätter haben. Oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Die Blätter, auf die muss ich ja auch noch achten. Da ist ja... Nee, da denkt an das Blatt. Wo sind denn jetzt hier Blätter? Das sucht seine, Briefe. Ach, herrje. Da habe ich auf jeden Fall noch super viel zu tun hier. Ist hier vielleicht irgendwas? Gar nichts. Rein gar nichts. Kann ich nicht hier runter irgendwie? Nee, geht gar nicht. Ich dachte irgendwie, ich käme hier runter. Oh, da ist ein Blatt. Das ist, das fügt sich so perfekt in der Umgebung ein. Das ist voll gemein. Hey. Belohnungen verfügbar. Was gibt's denn für Belohnungen? Wo sind denn hier Belohnungen verfügbar? Geschenk erhalten. Ah, was ist das denn? Jetzt habe ich vollständig. Was bekomme ich denn dafür alles? Krass. Ich bekomme dafür Sachen. Direkt sogar. Dieses Geräusch ist so toll. Was gibt's hier? Da bekomme ich direkt Belohnungen, wenn ich bei ihm was abgebe. Das ist ja wundervoll. Das ist so wundervoll. Okay. Lauf mal nicht so rum hier. Ich will mit dir reden. Hey. Ich möchte was für meine Sammlung spenden. Oh, ich kann sogar den Pilzdeck spenden. Ja, spenden. Hört sich gut an. Ah. Juhu. Das ist sehr gut, dass wir alles erstmal hier bei ihm irgendwie abgeben. Das ist ja super. Oh, ich dachte mir gerade, it's really important to make friends. Es ist wichtig, Freunde zu machen. Es redet da wieder davon, dass Freundschaft wichtig fürs Überleben ist, aber wirklich neu ist das ja nicht. Nee, das war's soweit. Okay. Redet wieder davon, wie wichtig es ist, Freundschaften zu schließen. Aber das hilft mir gerade auch nicht weiter. Da redet ihr wieder von Nüssen. Was haben denn die hier mit den Nüssen? Ich glaube, das muss ich alles noch rausfinden. Hier ist auch eine Muschel. Kann ich vielleicht auch noch spenden. Oh, was ist das denn? Da, der letzte Brief. Der letzte Brief. Ich glaube, ich habe auch gerade richtig Probleme damit, die Blätter zu finden. Weil die halt eben so aussehen wie der Rest. Das ist voll gemein. Kann ich hier graben? Ah. Ich muss auch erstmal lernen, hier so ein bisschen die Umgebung zu checken, womit ich interagieren kann. So, da redet auch wieder von Nüssen. Da, ja, da wieder irgendwas mit Nüssen. Gibt es hier Nüsse irgendwie? Boah, irgendwas muss da auf jeden Fall sein. Hey! Hey, du hast ein paar lose Briefe gefunden. Eine Dankeskarte für Jeremy. Oh, eine gerichtliche Vorladung für Kleid? Rechnungen für meine Frau Anja. Und hier ist noch einer für mich. Ah, man droht mir, mich von 100 knochigen Klauen zerfleischen zu lassen. Das Übliche also. Ich sorge dafür, dass der Rest zum jeweiligen Empfänger kommt. Und hey, schau mal wieder vorbei. Vielleicht habe ich ja mal etwas Neues für dich. Alles klar. Dankeschön.
Was habe ich eigentlich alles bekommen? Die Geschichte geht weiter. Sehr schön. Jetzt habe ich mal meine kleinen Mini-Belohnungen ein. Wirklich viele Münzen sind das ja am Ende ja nicht, glaube ich. Aber es ist auch schön, dass hier alles schön farbig ist. Ist hier noch was dahinter? Natürlich. So. Gibt man das auch gleich nochmal bei Kalzifer Flamli ab. Hey, hier ist Holz für dich. Delicious. Warneel, 6 Morlocks, bevor ihm fuhl. Ich spüre, dass jemand Geisterholz hat, was er mir geben möchte. Okay. Was habe ich denn jetzt hier alles bekommen überhaupt? Was ist das denn überhaupt? Mohnblumentopfpflanze. Ich weiß aber nicht, was das mit diesen Vorlieben so zu bedeuten hat, so genau. Das verstehe ich nicht so ganz. Hm. Was habe ich denn? Ups, was habe ich denn hier noch so? Geistfinderbuchseiten. Ablegen, teilen. Eine Seite, die aus dem alterwürdigen Überlebenshandbuch für Geisterfinder gerissen wurde. Dieser Gegenstand ist jemandem sehr wichtig, aber die betreffende Person ist noch nicht bereit dafür. Behalte ihn noch eine Weile bei dir. Okay. Kann ich die nicht irgendwie hier so reintun oder so? Muss ich die hier so tragen? Was haben wir denn hier noch so? Anleitungen für Plunder. Okay. Ich habe ein neues Kochrezept gelernt. Plunder! Jetzt kann ich jederzeit in der Bäckerei vor allem. Ich habe doch keine Bäckerei, glaube ich. Ich kann das doch gar nicht machen. Was haben wir noch? Essenz eines glücklichen Vogels. Okay. Lernen wir einfach mal. Wieder ein neues Kochrezept. Ich lerne heute Kochrezepte, wie es scheint. Kakaocremetorte. Okay. Kakao und Geisterwichtel-Essenz. Okay, das sind alles Dinge, die ich jetzt, glaube ich, schon nicht so wirklich habe. Was gibt es denn hier noch so Schönes? Hier ist ein Loch. Ist hier oben noch was graben, oder? Ich glaube, hier kommen noch ein paar Geister in der Ecke hier dazu. Jetzt sieht es noch so leer aus irgendwie. Ich glaube, ich habe auch schon ganz viele Blätter übersehen oder so, weil ich denke, sie gehören zur Umgebung. Wir sind halt eben, wir sind im Wald, hier sind halt viele Blätter. Was soll ich denn machen? Oh mein Gott. Hier ist sonst dort nichts. Ich gucke mir nochmal in Ruhe alles ganz kurz an. Da redet schon wieder von seinen Nüssen. Wer weiß, was es damit noch auf sich hat. Da ist ein Regenschirm im Busch. Hier kann ich schon was graben. Ah, da waren noch ein paar Münzis drin. Naja, besser als gar nichts. Das sind super dicke Fische. So, nicht den kleinen, schon den dicken. Jetzt habe ich schon einen kleinen. Hervorragend, eine Schmerle. Ich will aber den dicken Fisch. Nicht so einen kleinen. Gib mir den dicken. Los! Oh nee, nicht wieder den kleinen. Na toll, aber es sind noch dicke übrig. Jetzt muss ich den dicken kriegen. Den blöden Schmerlen. Die will doch keiner. So, vielleicht ist meine Angel zu schlecht für die. Oh, nee, der Große hier, der scheint sehr interessiert zu sein. Oh. Eine Anleitung für ein Hochbeet. Und ich dachte, ich würde einen großen Fisch kriegen. Okay, also merkt, man kann auch Anleitungen beim Angeln bekommen. Ich angle hier alle Fische weg. Na komm, schnapp's dir. Jetzt. Oh. Was?
Geist eines ertrunkenen Seefahrers. Das ist eine sehr spezifische Bezeichnung. Entschuldigung, mir macht das gerade ein bisschen Spaß. Ich muss gerade schon gucken, was es hier noch alles gibt an der Ecke. Das ist ja wunderbar. Das sieht auch ganz komisch aus. Das sieht gar nicht aus wie ein Fisch. Das hat nicht mal eine Flosse hinten dran. Was ist das? Was bist du denn für einer? Essenz vom glücklichen Wild. Oh, toll. So, noch ein letztes Mal. Komm, den nehmen wir jetzt noch. Dann ist aber gut hier mit Angeln. Ah, noch ein Geist. Eines ertrunkenen Seefahrers. Gut, da haben wir auf jeden Fall einiges geangelt und auch einiges für heute geschafft. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal. Da heißt die Mail, let's play it, Cozy Grove. Das Spiel macht mehr Spaß als gedacht, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Bye.